Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, wie man unschwer erkennt, mal wieder aus dem Auto. Ich mache heute mal wieder einen Fahrversuch mit euch und für euch. Worum geht's? Ich probiere heute mal, was mein BMW iX3 macht, wenn man auf der Autobahn etwas schneller unterwegs ist. Ich hatte euch ja letzte Woche irgendwann ein Bild gezeigt, da bin ich mit 110 meine Pendelstrecke gefahren, konnte sie durchfahren, habe im Schnitt 17,3 Kilowattstunden verbraucht und war 4 Stunden 15 unterwegs. Heute probiere ich mal immer, da wo erlaubt und möglich natürlich nur, 160 zu fahren und zu schauen, was dann passiert. Ich habe auch vorher extra den Fahrtenrechner zurückgesetzt, denn war jetzt auf die letzten 10.000 Kilometer hatte ich einen Schnittverbrauch von 22,9 Kilowattstunden und das ist gar nicht mal schlecht. Ende Januar bis, wir haben jetzt Mitte April, da kann man gut mit leben. Mit dem Audi e-tron lag ich da meistens so um die 27 Kilowattstunden. Also wenn man nicht schnell fährt, dann verbraucht der iX3 deutlich weniger als so ein Audi e-tron. Und die spannende Frage wird jetzt halt sein, was macht er jetzt bei diesem höheren Tempo? Ich habe es noch nie probiert. Das ist also jetzt wirklich deine Premiere, die wir zusammen machen, dass ich auf längerer Strecke versuchen werde, 160 zu fahren. Ich weiß nicht, was er verbrauchen wird. Ich weiß nicht, wie ich laden werde. Denn aufgrund seiner Ladekurve, die nicht die tollste ist, kann es auch sein, dass ich sage, okay, obwohl es nur in Anführungsstrichen 390 Kilometer sind, ich habe heute die etwas schnellere Strecke gewählt, dass ich unter Umständen doch zweimal lade, um eben einen möglichst schnellen Ladehub zu kriegen. Was passiert, wie es passiert, das werden wir dann zusammen sehen. Aktuell bin ich noch in der Baustelle, die ist jetzt zu Ende gleich und dann geht es auf Tempomat 160 hoch und wir schauen mal. Ich werde euch zwischendurch immer mal wieder ein paar Updates geben. Bis dahin fahre ich jetzt erstmal. Achso, und was ich gerade sehe, das werde ich auch noch mal in einem anderen Video, glaube ich, thematisieren. Er beschleunigt nach einer Baustelle jetzt auch wieder gleich auf 160 hoch, die ich eingestellt hatte. So, eine glatte Stunde bin ich jetzt unterwegs, schon wieder in der nächsten Baustelle. Die A43 habe ich jetzt hinter mir, das heißt, ab jetzt kommt die A1. Ich bin jetzt unterwegs, wie gesagt, eine Stunde. Ich habe 90 Kilometer knapp gefahren, 92,6 zeigt er mir als Schnitt an, wie auch immer das sein kann. Die ersten Blicke auf den Tageskilometerzähler bzw. auf die Momentanverbrauchsanzeige, die lässt jetzt schon, ich nenne es mal, e-troneske Verbräuche vermuten. Was jetzt aber auch nicht so verwunderlich ist, denn bei den niedrigeren Geschwindigkeiten profitiert natürlich der iX3 von seinem deutlich niedrigeren Gewicht. Der wiegt 400 Kilo weniger und dass er nur eine Maschine hat, dass also die Schleppverluste deutlich geringer sind. Jetzt bei den höheren Geschwindigkeiten wirkt sich natürlich der CW-Wert aus und der ist halt genauso schlecht wie beim e-tron. Wenn ich es richtig im Kopf habe, liegen beide bei CW 0,28. Der iX3 ist etwas kleiner, wahrscheinlich wird seine Stirnfläche deswegen auch etwas kleiner sein, aber das gibt sich nicht viel. Also die ersten Verbrauchswerte sind jetzt relativ hoch. Er sagt mir aktuell noch 232 Kilometer Restreichweite. Das würde dann reichen, kommt der Ferrari jetzt, ja, das würde dann reichen, dass ich noch bis Stur komme und dort laden kann. Das ist auch der prinzipielle Plan, also zu versuchen, nicht zwei Ladestopps zu machen, sondern mit einem auszukommen. So, jetzt wird es gleich laut.
Ja, ich muss gestehen, Elektro hin oder her, so ein Ferrari hat immer noch was, auch wenn der jetzt sehr schonend unterwegs war. Ich hoffe, mit einem Ladestopp dann hinzukommen. Wird sich aber jetzt zeigen, weil ab jetzt sind eher höhere Tempi angesagt. Das heißt, die 160 werde ich wahrscheinlich länger fahren können. Es ist zwar Osterferienende, aber die meisten fahren ja zurück nach NRW und fahren jetzt nicht raus aus NRW. Also ich rechne mal mit einem ganz normalen Sonntagsverkehr. Das werden wir uns aber anschauen. Ich gebe euch dann auch noch mal ein Update zwischendrin. Achso, Wetter hatte ich glaube ich noch gar nichts so gesagt. Wir haben es wie letzte Woche auch 14 Grad trocken. Allerdings Wind von vorne, das natürlich bei höheren Geschwindigkeiten sich dann auch noch mal durchaus negativ auswirkt. Ich sehe da die Windräder, dass ich ihn jetzt direkt von vorne habe. Mal gucken, was passiert. Aktuell sagt er so um die 33, 34, jetzt wieder 30. Diese momentanen Verbräuche sind natürlich auch immer ja, mit Vorsicht zu genießen. Was ich aber schon merke, dieses schnellere Fahren, dieses mit 160 Fahren, ist durchaus anstrengender, schlicht und einfach, weil man viel mehr für die anderen Verkehrsteilnehmer auch noch mitdenken muss. Ja, deswegen fahre ich jetzt lieber erstmal weiter und melde mich dann nachher nochmal. So, 2 Stunden sind jetzt rum. Ich bin gefahren 221,7 Kilometer in den 2 Stunden, habe einen Schnitt von 115,1 laut Bordcomputer bei einem Schnittverbrauch von 27,3 Kilowattstunden. Ich werde bis Stur durchkommen. Ich habe noch 52 Kilometer Restreichweite im Akku und noch 27 bis nach Stur, also das klappt. Da kann ich mir dann aussuchen, ob ich den RNBW nehme, wenn der frei ist, oder den Fastnet. Da habe ich jetzt alle Möglichkeiten offen. Die Geschwindigkeit ist deutlich höher als die Runde, die ich damals im Sommer mit dem e-tron hatte. Der Verbrauch ungefähr das gleiche. Ich meine, mit dem e-tron hätte ich 27,8 gehabt, hinten raus. Bei ihm bin ich jetzt 27,2. Das geht aber erfahrungsgemäß noch mal ein gutes Stück höher, wenn ich dann von Stur bis nach Hamburg fahre, weil da auf der Autobahn, wenn es da frei ist, steht meistens der Wind doof. Also da werde ich, denke ich, deutlich mehr verbrauchen. Ich muss mir auch gleich mal ausrechnen, wie viel ich dann nachladen werde. Auf jeden Fall werde ich nur mit einem Ladestopp jetzt arbeiten. Von Stur zurück sind es noch 144 Kilometer, glaube ich. Das wäre dann verrückt, zum Beispiel, ich sag mal, nach Ostertal zu fahren und da dann nochmal zu laden. Mit dem bisherigen Verbrauch geht das ganz gut. Ich muss mir das dann halt ausrechnen, wie viel ich dann gleich laden werde. Bis jetzt ist das aber kein Problem. Ich werde dann 230, ja, es werden so, wenn man ihn wirklich leer fährt, so um die 250 Kilometer sind dann bei, wo immer möglich und erlaubt, 160 km/h Tempomat dann durchaus drin mit dem BMW X3. Jetzt bei inzwischen 12,5 Grad. Der Wind kommt immer noch von vorne. Allerdings ist die Autobahn auch trocken. Das muss man dazu sagen. Und ich habe immer noch die Winterreifen drauf. Das wäre auch noch mal eine spannende Frage. Allerdings sind die Sommerreifen hinten auch etwas breiter. Ich denke mal, der zusätzliche Rollwiderstand der Winterreifen wird sich dann mit den breiteren Hinterreifen der Sommerreifen egalisieren. Jedenfalls bei so höheren Tempi, wie ich sie jetzt fahre. Also ich fahre dann jetzt mal weiter zum Lader. Ich denke, da sehen wir uns dann gleich auch nochmal, weil bis dahin habe ich wahrscheinlich ausgerechnet, wie viel ich nachladen möchte.
So, jetzt bin ich also in Stur angekommen. Ich werde zuerst mal wieder an dem RNBW-Lader probieren. Wenn der belegt sein sollte, nehme ich halt den Fastnet. Bis hierhin waren es jetzt 249,4 Kilometer mit einem Schnitt von 27,4 Kilowattstunden. Geschwindigkeitsschnitt 116,7. Ich bin 2 Stunden 13 jetzt unterwegs. Das Auto meldet noch 14 Kilometer Rest. Also gutes Timing, würde ich sagen. Wir gucken mal, was der Akku jetzt noch hat. Akkustand. Der Energiezustand ist gering. Die Batterie ist nur zu 6% geladen. Unter den derzeitigen Voraussetzungen beträgt deine elektrische Restreichweite nur noch 14 Kilometer. Ja, so 6% und 14 Kilometer, das ist kein Problem. Hier gibt es genügend Lader. Bis jetzt war das alles ziemlich easy. Ich hatte aber auch Glück. Es kam kein Regen zwischendrin. Der hätte das Ganze natürlich deutlich problematischer gestaltet. Ich werde jetzt mal sehen, ob der Lader hier frei ist und dann schon mal anstöpseln und vielleicht auch mal für kleine Mädchen gehen. Da steht ein Puls da. Dann hoffe ich mal, dass er kein Leistungssharing macht. Eigentlich ist es ein 300er, also er sollte zweimal 150 abgeben können. Das werden wir dann gleich sehen. Wenn alle Stricke reißen, muss ich halt doch umsetzen zu Fastnet. Das wäre dann zwar doof, weil es würde ein bisschen Zeit kosten. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an und schauen, was er tut. Ich lasse euch einfach mal die Cockpit-Kamera mitlaufen, dann seht ihr das gleich selber. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das ist immer noch der HPC, wo der eine Stecker demoliert ist. Der wurde noch nicht wieder repariert. Das ist jetzt zwar ein paar Wochen her, dass ich zuletzt hier war, aber okay. Auch NBW ist da offensichtlicherweise nicht so ganz perfekt, was das sich kümmern um die Lader geht. Also fahre ich jetzt zum Fastnet weiter und lade dann da. Das ist der Vorteil hier an Stur, dadurch, dass es den Fastnet auch noch gibt und ein paar Kilometer weiter gibt es dann auch noch einen Aral Puls. Also hier kann man eigentlich nie stranden. Wahrscheinlich hätte ich es auch noch bis Brinkum geschafft. Da an der Tankstelle oder ganz in der Nähe davon, wo der alte Supercharger früher stand, steht jetzt auch ein 2 ENBW HPC. Also hier auf der Ecke kann man auch problemlos den Akku super weit runterfahren. Da findet man immer irgendwo einen Lader, der noch funktioniert. Jetzt bei Fastnet. Er lädt gerade noch brav mit 150 kW. Ich habe es mir jetzt mal hochgerechnet. Wenn wir bei diesen 27,3 Kilowattstunden blieben, wie gesagt, wahrscheinlich wird es eher noch ein bisschen mehr, brauche ich 40 Kilowattstunden, um von hier bis in meine Wohnung zu kommen. Das heißt, ich bräuchte 54 und ein paar zerhackte Prozent. Natürlich will ich nicht mit Null ankommen und ich hatte ja auch schon gesagt, auf den Autobahnstücken, auf den Freien wird er etwas mehr verbrauchen. Dafür kommt die lange Elbtunnel-Baustelle, wo dann der Verbrauch logischerweise auch wieder stark runtergehen wird. Ich denke mal, dass ich so bis etwa 65% laden werde. Das ist noch halbwegs erträglich mit der Ladezeit und mit seiner Performance, die er dann bringt beim Laden. Nochmal Ostetal anzuhalten nach 77 oder von hier sind das doch, ist glaube ich ziemlich in der Mitte, nach 77 Kilometern, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ich gucke mir das gleich mal an, wie stark er jetzt dann einbricht, ob ich nicht vielleicht doch Ostetal noch mal anhalte und nochmal lade. Aber der Plan ist jetzt eigentlich hier zu laden auf 60, 65% ungefähr hoch und dann in einem Rutsch
ab hier weiter durchzufahren. Das heißt, das wäre dann wie im Winter mit einem Ladestopp durchfahren, obwohl ich jetzt 160 gefahren bin. Das wäre natürlich schon nicht schlecht, das muss man sagen. Dann sind zum Verbrenner wahrscheinlich kaum noch Zeiten, Unterschiedszeiten. Ich muss auch mal gucken, wie lange ich dann jetzt hier laden muss. Momentan hat er immer noch seine 144, 145 kW. Ich bin aber auch erst bei 60 Kilometer im Akku. Ja, ich höre gerade, ja, der Lüfter ist auch schon angesprungen. Also er ist auch gut warm. Vielleicht hält er dann auch die Ladekurve ein bisschen länger als sonst. Auch das werde ich dann gleich sehen. Aber bisher kann ich nicht meckern. Das Auto ist etwas lauter bei 160 als der e-tron. Das ist mir ganz klar so vorgekommen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es die Abrollgeräusche der Winterreifen waren, sondern wirklich die Windgeräusche. Der e-tron hat ja überall die Akustikverglasung rundherum. Ich meine, er hat nur eine Akustikfrontscheibe, keine Seitenscheiben. Auf jeden Fall ist er ein Stück lauter, aber es ist noch immer ein super leises Auto. Auch bei 160 ist es ein bequemes Auto. Es ist ein bisschen, ja, für mich jetzt gewöhnungsbedürftig, der länger schon nicht mehr so schnell gefahren ist. Die Geschwindigkeitsunterschiede nach hinten sind gar nicht mehr so extrem. Das heißt, die wenigen, die schneller fahren, die fahren dann so 170, 180, 190. Wirklich ganz schnelle waren heute keine unterwegs. Es ist eher das Abschätzungsproblem, der rauszieht, wie langsam ist der eigentlich. Lohnt es sich, dass ich selber schon den Tempomaten rausnehme oder lasse ich das ACC verzögern? Das ist so ein bisschen mehr das Abschätzen. Ich würde auch sagen, das konnte ich früher durchaus besser, aber ich fahre jetzt halt einfach relativ selten so hohe Geschwindigkeiten, weil es halt auch verbrauchstechnisch, das muss man auch so sagen, jetzt geht hier Licht an beim Lader, weil es halt auch verbrauchstechnisch im Grunde keinen Sinn macht. Ich habe bisher immer verbraucht 17, beziehungsweise bei der 110er Runde habe ich 17,3 Kilowattstunden verbraucht. Ich bin jetzt bei 27,3. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, Unterschied, die ich da mehr habe. Aber gucken wir mal, wie es nachher ausgeht, bis ich dann angekommen bin. Jetzt wird erstmal geladen und dann sehen wir weiter. So, ich blende euch das am besten noch mal ein, jetzt vom Laden. Das ist natürlich nicht ganz so berühmt, was der EX3 da anbietet. Ich habe jetzt gut 48 Kilowattstunden, habe dafür 27 Minuten gebraucht. Ich bin jetzt wirklich auf 65% hoch, wie ich das gesagt hatte. Und in der Disziplin war der e-tron definitiv schneller. Ich meine, ich hätte bei dem so um eine 15, 16, 17 Minuten dafür gebraucht, nicht 27 wie mit ihm jetzt. Er bricht halt doch relativ früh dann ein mit der Ladeleistung. Dafür verbraucht er wahrscheinlich aber auch etwas weniger. Also ich denke mal, im Sommer wird sich das nichts geben. Ich hatte mit dem e-tron im Sommer ja mal einen 160er Versuch gemacht. Das werde ich mit ihm dann, wenn das Wetter besser ist, auch mal machen, damit ich eben nicht so viel nachladen muss. Trotzdem bleibe ich dabei, jetzt auf zwei Stops zu gehen, wäre bei der Restentfernung Schwachsinn gewesen. Also ja, wenn man die letzte Sekunde hätte rauskitzeln wollen, wäre das natürlich sinnvoll gewesen, jetzt nur die 80 Kilometer draufzuladen bis nach Ostertal und dann nochmal die 80 Kilometer bis zum Rest. Aber irgendwo halte ich das für unrealistisch, so zu fahren. Deswegen habe ich jetzt halt diese 65% draufgeladen, habe sehr lange geladen. Ja, nicht schön, aber es ist, wie es ist. Ich bin mal gespannt, wie dann nachher die Endzeit sein wird. So, dann lass uns mal ein Fazit zur gestrigen Fahrt ziehen. Ich nutze das schöne Wetter und sitze hier draußen. Ich hoffe mal, das mit dem Wind wird nicht allzu schlimm im Mikrofon. Die Fahrt war relativ problemlos, habt ihr ja gesehen, beziehungsweise habe ich euch unterwegs erzählt. Ich konnte also relativ häufig auch meine 160, die ich ja im Tempomaten eingestellt hatte, fahren. Ich bin letztlich angekommen mit einem Schnitt von 116 und ein paar zerhackte km/h. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bin das ja im Winter auch schon mal mit dem e-tron gefahren, habe das probiert bei viel, viel schlechterem Wetter und war dort auch dann hinten raus ziemlich glatt 4 Stunden unterwegs. Ich glaube, mit dem e-tron habe ich 4 Stunden 2 Minuten gebraucht. Mit ihm jetzt waren es eigentlich auf die Minute genau 4 Stunden. Da können wir jetzt 2 Minuten abziehen für den Lader, den ich umsonst angefahren habe. Also das gibt sich nicht viel.
Der einzige oder der Hauptunterschied war, dass ich beim e-tron zweimal laden musste im Winter, da er über 34 Kilowattstunden im Schnitt verbraucht hat. Er hat 27,8 hat er verbraucht. Ich bin noch mal gespannt. Ich hatte ja gesagt, ich habe den Individualzähler zurückgesetzt. Ich lasse den jetzt weiterlaufen, wann ich den Verbrauch wieder in normale Regionen runterbekomme. Der e-tron hatte viel mehr verbraucht, aber die gleiche Zeit. Wie kann das sein? Nun, das ist relativ einfach. Zum einen hat er den größeren initialen Akku. Er hat hier 74 Kilowattstunden nutzbar. Der e-tron hat 86. Das heißt, ich habe schon mal 12 Kilowattstunden mehr. Und der e-tron lädt schneller. Der hat ja eigentlich immer seine 150 kW gezogen. Im Schnitt kommen wir so auf 140 ungefähr. Mit ihm habe ich gestern 105 gehabt, als ich bei 65 absteckte. Und das ist im Grunde auch das Späteste, wo man dann abstecken sollte. So bei 65, 70 bricht er dann ein. Das ist ganz anders als beim e-tron, den man zu jeder Zeit anstecken konnte. Also da muss man mit ihm auch ein bisschen aufpassen. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich war die Woche davor mit 110 km/h unterwegs gewesen und hatte 4 Stunden und 16 gebraucht. Das ist jetzt ungefähr so 17, 18 Minuten, die ich schneller unterwegs war. Das ist soweit schon mal ganz gut. Jetzt ist natürlich aber auch das Ganze erkauft mit einem deutlich erhöhten Verbrauch. Deutlich erhöhter Verbrauch, 27,8 jetzt, 17,3 bei der 100er Runde. Also über 10 Kilowattstunden mehr oder anders gerechnet. Ich habe auf der 110er Runde bin ich angekommen mit 10% Rest. Das heißt, ich habe so um und bei 71 Kilowattstunden verbraucht. Und jetzt habe ich ja die 48 Kilowattstunden nachgeladen und hatte auch nur noch 6% im Akku. Das heißt, so über einen dicken Daumen habe ich 50 Kilowattstunden mehr verbraucht, beziehungsweise statt 71 jetzt so 120 Kilowattstunden verbraten, zuzüglich natürlich auch noch der Ladeverluste am Schnelllader. Das ist etwas, das ist nicht wegzudiskutieren. Dieses höhere Tempo bringt, besonders bei so einer SUV-Form, einen höheren Verbrauch. Das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal erklärt. Das Problem ist halt jetzt, dass ich gut 60% mehr verbraucht habe, aber nur etwa 20% schneller in der Zeit war. Das liegt natürlich auch überwiegend daran, dass ich lange nachladen musste. Und dann sind wir auch bei dem Ding, warum ich das Video so betitelt habe, wie ich es betitelt habe. Mit dem Verbrenner wäre ich, 3 Stunden 31 war die reine Fahrzeit, die ich mit dem Auto hatte, mit dem Verbrenner wäre ich halt in diesen 3 Stunden 31 einfach durchgefahren. Ja, wenn ich nicht mit einem leeren Tank losfahre und einem sehr kleinen Tank im Auto, dann fährt man halt diese 395 Kilometer einfach durch. Mit ihm musste ich halt knapp eine halbe Stunde laden. Und diese halbe Stunde, die ist weg. Auch wenn man jetzt sagt, ich fahre ein bisschen langsamer und lade dafür weniger, dann macht es nur für denjenigen im Grunde Sinn, der auch mit dem Verbrenner schon langsamer fährt. Wer also mit dem Verbrenner aktuell sagt, Tempolimit ist mir völlig wurscht, ich fahre mindestens 160, viele bezeichnen das ja sogar als viel zu langsam, der ist momentan mit einem Elektroauto, insbesondere mit dieser Karosserieform, falsch und mit der Akkugröße. Ja, dann müsste der dann gucken, ein Tesla Model S würde dann wahrscheinlich eher was sein oder ein Mercedes EQS, wobei die natürlich auch wieder super teuer sind. Aber die laden relativ schnell, die haben einen großen Akku, die haben eine strömungsgünstigere Karosse als er es hat. Das heißt, mit denen könnt ihr schnellere, längere Strecken hinter euch bringen. Wahrscheinlich würde es auch mit dem Tesla Model 3 Long Range gehen. Der hier in der Ioniq 6 hat zwar jetzt auch nicht unbedingt einen riesen Akku, lädt aber super schnell. Bei dem könnte man auch die Nummer machen, komm, ich gehe mal eben pinkeln und in der Zeit habe ich wieder genug im Akku. Denn, das kommt auch noch dazu, viele Elektrofahrer sagen immer, ja, aber ich gehe unterwegs dann essen und dann habe ich sowieso eine lange Pause und kann laden. Ja, das mag für einzelne Langstrecken dann auch so sein. Auf meiner Mittelpendelstrecke fahre ich los, wenn ich gegessen habe mit meiner Frau zusammen. Ich muss unterwegs nichts mehr essen und auch wenn ich nicht mehr der Allerjüngste bin, ich muss auch nicht jedes Mal zwischendurch aufs Klo. Also durchfahren wäre eigentlich kein Problem. Geht derzeit mit diesem Elektroauto so nicht, was jetzt nicht am BMW liegt, sondern was schlicht und einfach an seiner Karosserieform und an seinem schlechten CW-Wert liegt. Wie gesagt, mit dem e-tron habe ich eher sogar noch mehr verbraucht auf dieser Strecke. Ein Schnitt von 116,5 oder 6, was es hinten raus war. Zwischendurch stand das sogar mal bei 120, aber dann kommen die Baustellen beim Elbtunnel. Die sind mit dem Verbrenner auf der Strecke kein Problem. Wenn ich bei ihm jetzt die Zeit mit reinrechne, sinkt dieser Schnitt natürlich ganz gewaltig. Und das ist was, das lässt sich aus meiner Sicht auch nicht wegdiskutieren.
wenn man hin und wieder mal nur eine Langstrecke fährt und sagt, ich fahre eh in Urlaub und meine Kinder müssen, weiß nicht, alle 2 Stunden mal sowieso raus und sich die Beine vertreten, dann ist das problemlos machbar. Wenn man jetzt so ein Wochenendpendler ist und partout schnell fahren will, ich habe es mir inzwischen ja wie gesagt abgewöhnt, 120, 130 finde ich inzwischen ein super gutes Tempo. Und dann sind auch die Ladezeiten überschaubar. Dann kann man wirklich mal sagen, komm, ich gehe eben aufs Klo, 10 Minuten nachgeladen und dann geht es. Aber wenn man schneller fahren möchte, dann reduziert sich die Möglichkeit des Elektroautos schon. Man muss dann das richtige Fahrzeug wählen oder man muss halt mit dem Tempo runter. Und wir haben jetzt ja noch keinen richtigen Winter mehr gehabt. Wir hatten 13, 14 Grad. Wenn ich das wirklich im Winter probiert hätte, wie gesagt, der e-tron hat 34 und ein paar Zerk damals verbraucht. Mit dem musste ich sogar 2-mal laden. Ja, dann wäre das Schönrederei zu sagen, das geht wunderbar mit einem Elektroauto. Das kann man mit einem Elektroauto machen. Ich mache es ja. Er hat jetzt, weiß nicht, schon 28.000 Kilometer runter. Aber das muss man dann auch wollen. Da kann man auch keinen zu überreden. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen, ob das was ist, womit ihr leben könnt, entweder langsamer zu fahren oder Zeit am Lader zu verlieren. Denn 27 Minuten brauche ich mich auf der Strecke nicht zu beschäftigen. Das ist für mich definitiv verlorene Zeit. Da fahre ich lieber ein bisschen langsamer, lade etwas weniger. Ich bin mir auch relativ sicher, dass zumindest mit dem Auto, wenn man langsamer fährt, man im Endeffekt schneller ankommt. Gerade wenn die Strecken dann ganz lang werden, weil ja auch seine Ladekurve ein bisschen problematisch ist. Ich hatte jetzt im Schnitt eine Ladeleistung von 105, 106 kW. Wenn ich noch länger geladen hätte, dann wäre es immer weiter abgebröckelt und es wäre immer weiter runtergegangen. Der ist kein e-tron, der durchgängig mit 150 kW lädt. Also ja, das ist halt was, das müsst ihr mit euch selber ausmachen, inwieweit euch dieser Zeitfresser-E-Auto die Vorzüge, die das E-Auto natürlich trotzdem hat, es macht halt einfach mehr Spaß zu fahren. Er ist auch umweltfreundlicher, wenn man nicht 160 mit einer SUV-Karosse fährt. Das ist halt was man dann für sich selber abwägen muss. Aber wer jetzt sagt, nö, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin Wochenend Langstreckenpendler und ich will Halligalli fahren, weil ich will zu meiner Familie, ich will zu meinen Kindern. Für den ist, zumindest solange wir noch kein Tempolimit haben, das E-Auto aktuell, ja, vielleicht ein Model S oder ein EQS. Ansonsten würdet ihr euch damit aus meiner Sicht, ganz persönlich meine Sicht, derzeit noch keinen Gefallen tun. Ich denke, so ehrlich müssen wir Elektroautofahrer dann auch sein, dass es Anwendungsprofile gibt, wo das Elektroauto ja nicht optimal ist. Und ich weiß, dass mir jetzt wieder ganz viele reinschreiben werden, ja, aber während dem Laden, dann beantworte ich meine E-Mails oder gucke einen Film oder mache sonst was. Ja, mag alles sein, aber diese halbe Stunde habt ihr halt dennoch im Auto verbracht. Die verbringe ich, hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt, dann lieber fahrend. Klingt komisch, aber ich fahre dann lieber, ich denke mal mit 130 würde ich nur ganz kurz laden müssen, hätte die gleiche Gesamtfahrzeit, so grob geschätzt, wäre dann halt länger im Auto und würde meine Podcasts hören. Das ist für mich weniger nervig oder verlustfühlend, wie immer man das nennen will, als am Lader zu stehen. Mag sich jetzt für jeden dann auch anders anhören. Andere werden wieder sagen, ja, aber wenn ich am Lader bin und habe da meinen Laptop auf dem Schoß sitzen und kann dann arbeiten, das ist ganz individuell. Bei mir ist es so, dass ich lieber durchfahre und ich werde für euch im Sommer auch nochmal einen 160er Versuch mit ihm fahren. Mal gucken, was dann passiert. Aber das wird auf keinen Fall mein Dauerreisetempo mit ihm, weil es einfach aufgrund seiner Ladekurve, seines dann auch steigenden Verbrauchs, weil seine Effizienzvorteile spielt halt nur bei geringeren Geschwindigkeiten aus, bei höheren Tempi, dann kommt der CW-Wert zum Tragen. Der ist bei ihm genauso wie beim e-tron. Und ja, das macht aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, mit ihm so schnell zu fahren. Ja, ich weiß, 160 ist überhaupt kein Schnellfahren. Da er maximal in 180 fährt, ist 160 dann schon relativ fix bei ihm. Ja, das also jetzt mal so meine grobe Zusammenfassung der Fahrt. Insgesamt 4 Stunden unterwegs gewesen, davon reine Fahrzeit 3,31. 120 Kilowattstunden für nicht mal 400 Kilometer verbraucht. Das ist schon eine ganze Menge und ja, wirklich Sinn macht's keinen. Das meint jedenfalls heute euer Stefan Lenz.